Setz da hin und sei ruhig. Herbert baut, Pat Utzmich und Payback Boy. Präsentiert euch die Spielung. Du quatschen, mach an und siebste Schelle. So, klickst Daumen nach oben und kickst es bis zum Ende, sag ich dir. Sonst klatscht es. So, du mach an die Kiste da. So, ist mir noch was zu trinken ein. Ich trinke auch noch mal was. Und die Kandidaten vorstellen. Begrüßt den Raumfahrer. Er ist gekommen, um es krachen zu lassen. Cool, wa? Ja, total cool. Da ist der Wurschti wieder. Und wünschen Ihnen gute Reise auf Ihrem Weg in die Pyramide des Wissens. Willkommen zu den Türen der Wahl. Bestimmt eine, um die Entdeckungsreise zu starten. Ich nehme die Menschheit. Keine Einigung, kein Problem. Ich werfe den Zufallsgenerator an. Ja, du hast gewonnen. Sehr gut. Scheiße, Menschheit, das ist bestimmt schwer. Gucken wir, wenn wir gleich. Los geht's, Leute. Die Eröffnungsfrage. Denkt daran, das Glück ist mit dem Schnellen. Wann wurde der Frankfurter Flughafen eröffnet? In welchem Jahrhundert? Oder in welchem Jahr? In welchem Jahr? Aha. Aha. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Drück einfach irgendwas. Oh Gott. Was? Oh, ich hab gedacht, das ist 19... 1861 gab's da doch gar keinen. Ich dachte, das ist 1961. Nee. Oh, scheiße. Ach, 36, das wollte ich erst nehmen. Aber das ist gemein, ich dachte, das ist 1961. Stand da 1861, muss man auch ja. lesen. Ja, ich wollte schnell sein. Zeit, eine weitere Tür zu wählen. Jeder von euch hat einen Joker, der euch erlaubt, den Gegner zu überstimmen, sodass ihr ungehindert zum Wissensmeister werden könnt. Ah, das machen wir nachher schon. Check it out. Die Wurst, ey. Das ist der geilste, die anderen brauche ich mir gar nicht angucken. Na, auf jeden Fall. Welche Superaktion wählst du aus, um deinen Mitstreiter auszubremsen? Okay, was habt ihr beiden denn angestellt? Oh. Wie fies. Es ist soweit. Hier kommt die Frage. Welches Gebäude füllte der Künstler Christo im Sommer 1955? Ah, ich weiß es. Ich weiß es auch. Was hast du bei mir gemacht? Einfrieren? Nee, ja. Hau das frei. Na, als Berliner weiß man das natürlich. Ja, auf jeden. Stimmt das auch? Klar stimmt das. Auch als zugezogener Berliner. Du ja, ich nicht. Ja. Bin Ur-Berliner. Ja, natürlich ich. An der Stelle nochmal erwähnen. Ich habe ja auch an der Stelle von mir gesprochen. Möchte ich hier mal auch erwähnen. Kannst du ja nicht machen. Entweder Startpunkte zur Erfüllung oder nur fiese Hindernisse. Jedenfalls wird es Zeit, eine Kategorie zu wählen. Famous Buildings. Ja, wäre am einfachsten von Beide denen da. Beide wollen dasselbe, was? Sehr interessant. Vermeintlich am einfachsten, ne? Ja. No. Ganz genau, es ist soweit. Ran an die Superaktion. So, ihr hinterhältigen zwei, schauen wir uns doch mal eure Späße an. Sind alle bereit? Hier ist die Frage. Welche stillgelegte Industriestruktur ist im Landschaftspark Duisburg-Nord zu sehen? Boah, keine Ahnung. Kann ja eigentlich nur das sein. Ja. Ich bin ganz ehrlich. In NRW. Es sieht gut aus, aber ist gut,
Richtig. Die Malocha da. Oh. Oh, ein Hüttenwerk. Was ist das denn? Kleiner Scherz. Ich hätte es auch nicht gewusst. Tja. Gut. Vermeintlich leichtere Kategorie, wa? Kategorie, ja. Was ist los? Anscheinend kommen wir jetzt zu etwas anderem. Verbinde! Okay. Weiß jetzt, wie es geht. Ich hoffe, ihr seid bereit für eine Verbindungsherausforderung. Hier ist eine. Ziehe zum Verbinden einfach von einem Wort zum anderen. Wenn es korrekt ist, werden die Wörter durch neue ersetzt. Mhm. Verbinde die Moderatoren mit ihren Fernsehsendern. Ach du Scheiße. Genau, Leute. Los geht's! Ich weiß es nicht. Hä, okay, das habe ich doch schon gemacht. Ich bin so schlecht in dem Ding. Ach, mach weiter. Hm, verloren. Ah, da habe ich richtig abgekackt. Willst du doch noch gar nicht. Na klar, wie sieht das? Ich fand es aber auch nicht so leicht. Glückwunsch. Freut er sich denn da? Deiner wieder? Der freut sich immer. Vier neue Türen. Zeit, eine weitere Kategorie zu wählen. Vive la différence. Zufall? Na, Joker hat er gesetzt. Ja, jetzt nehmen wir endlich mal die Menschheit. Ja, hab ich gesehen. Weil das da geblinkt hat. Ja. Zeit, gewissenhaft eine Superaktion zu wählen. Ach, die Superaktion. Oh. Mhm. Ach, ja. Bitte die Antwortposen einnehmen. Es ist Fragezeit. Du heulst immer nur. 1949 neben Bonn noch als provisorische deutsche Hauptstadt im Gespräch. Ich weiß es nicht. Das könnte ziemlich unangenehm werden. Liegt denn jemand richtig? Oh. Wow. Ja. Gut. Du alleine. Krass, echt. Ja, Sonnenschein. Mein Sonnenschein. Was für ein Sonnenschein? Hat er zu dir gesagt. Frage mich, wohin es jetzt geht. Was für ein Sonnenschein? Hier ist nur Wolken. Was hat er denn gesagt? Und Regen. Nehmen jetzt die Hauptstädte. Ach, ihr Nonkonformisten. Das Schicksal soll entscheiden. Yay. Ah, Mensch, was soll denn jetzt eigentlich sein? Ein Astronaut oder was? Ja. Achso, okay. Sieht man doch. Es ist Superaktionszeit. Ihr wisst, was zu tun ist. Ich kann kaum erwarten zu sehen, was ihr euch angetan habt. Oh, du kriegst immer die Doppelten jetzt. Warum? Ja, weil ich's drauf hab. So, hast du einen Kleber? Die Frage. Welches britische Gericht wurde im 20. Jahrhundert oft in Zeitung gewickelt verkauft? Gericht. Die letzte Antwort, die ich frei rubbel, ist das. Ihr seid beide sicher, aber habt ihr auch recht? Bei Gericht dachte ich erst, oh, da kommt an jetzt so eine Geschichtsfrage. Ja, ich weil auch. Da steht 20. Jahrhundert. Ja, ich dachte auch. Irgend so ein Gericht in der Zeitung. Es ist wieder so. Wer war denn jetzt schneller überhaupt? Was zu tun ist, Freunde. Hab ich nicht drauf geachtet. Ich auch nicht. Spannendste Kategorie. Jetzt kommt die spannendste Kategorie.
Eine Meinungsverschiedenheit. Werfen wir die sprichwörtliche Münze. Das kriegst du bestimmt eher hin als ich. Na, bei Nahrung. Wie sieht das dann aus? Ha! Jetzt los. Enthüllen wir eure Niederträchtigkeiten. Macht euch bereit. Hier ist die Frage. Aus welchem Teil einer Pflanze wird Tee gemacht? Zwei kluge, ein Gedanke. Das stimmt, oder? Was soll man da sagen? Zwei richtige Antworten. Und wer war schneller? Me, it's a me, Mario. Ich musste die scheiß Antworten noch freirubbeln und hatte ja doppelten Ärger gleich. Na, ich musste auch freirubbeln. Ja, ja. Eine neue Tür. Das kann nur eins bedeuten. Macht euch bereit. Warum renne ich eigentlich immer als Erste los? Überall. Sag mal. Weil du das kaum erwarten kannst. Ja, wahrscheinlich. Zu verlieren, genau. Achso, wieder nach links und rechts, wa? Ja. Ihr müsst jetzt die Dinge einfach nur richtig einordnen, indem ihr nach links oder rechts wischt. Okay. Kinderspiel. Harry Potter oder die Tribute von Paris. Ach du Scheiße. Auf die Plätze. Achso. Fertig. Und los. Nein. Nein. Keine Ahnung, ich habe einfach nur gewischt. Was weiß ich denn bei Harry Potter, ey? Ich habe auch immer nur gewischt, immer Harry, alles zu Harry Potter. Ich kenne nur den Voldemort, das war dann auch schon. Nee, Dumbledore kennst du auch? Ja, kann sein. Das ist natürlich wieder einen draufgesetzt. Ja. Die Runde gewonnen. Sehr gut. Und da sind wir wieder bei den Kategorien. Und Hagrid kennst du auch. Herkules? Hagrid. Das ist der Große. Kenn ich nicht. Der Große, der... Hagrid kenn ich nicht. Keine Einigung. Kein Problem. Ich werfe den Zufallsgenerator an. Oh, heutige Welt, okay. Okay. Du. Jetzt kannst du was erleben. Ist wieder doppelten Schaden. Na klar. Ich hatte vorhin immer doppelten von dir, also. Aber guck mal, wir sind diesmal ganz nah beieinander. Es ist Zeit für eine Frage noch von den Punkten. Ja. Wer versuchte 1605 dieses bekannte Gebäude zu zerstören? Ach du Scheiße. 1605. Das ist eine Pfandfrage, oder? Magneto! Du bist der Geilste. Ach, schade. Wer ist denn Guy Fawkes? Weiß ich nicht. Aber Magneto, du bist echt der Geilste. Magneto! Oh, echt? Ihr Nonkonformisten. Klar. Das Schicksal soll entscheiden. Oh, scheiße. Was bist der Geografie-Profi, wa? Scheiße. Kacke. Okay, verliere ich da wieder. Ihr habt nur noch zwei Superaktionen. Also, haut rein. Boah, aha.
Alle Augen auf die Frage, bitte. Welches Staatswappen trug die schwarz-rot-goldene Staatsflagge der DDR? Ah, nein, ich hab's falsche. Hab ich dann nein, ich hab auch das falsche. Hammer, und das ist doch die UdSSR. Ja, das ist. Ja, ich hab's dann erst gesehen, dass es. Das ist. Wie peinlich. Ja, komm, DDR, UdSSR. Das ist jetzt nicht so ein Unterschied. Ja, aber ich hab den Adler genommen. Der ist ja Westdeutschland, der Bundesadler. Oh, okay. Das ist natürlich fataler als meins. Ja, egal. So, was haben wir denn hier? Ah, perfekt. Da seid ihr euch einig. Wie wir mit Dance. Wow, wow. Bereit, ein letztes Mal schamlos Unfug zu treiben? Gut, denn das ist eure letzte Superaktion. Das ist bestimmt wieder ein doppelten. Ja, wusste ich doch. Ich weiß nicht, warum ich den so oft habe. So. Vielleicht hast du den ja auch und legst den nur nicht aus. Jedes Land der Welt hat eine quadratische oder rechteckige Flagge. Bis auf eins. Welches? Ach, Flaggen ist ja wieder dein Ding. Flaggenkunde. Wissen, kann man aber auch so wissen, ohne dass man nicht Ahnung hat. Bei der Auswahl war es jetzt nicht schwer, ja. Ihr habt es beide gemeistert. Hätten sie jetzt noch sowas wie Äquatorial-Neuguinea, Neuguinea reingenommen oder was? Aber siehst du, du warst schneller. Oder Fidschi-Insel. Und du bist vorne. Ja, aber muss ja nicht heißen. Nee. Erst am Ende. Wir sind fast wird abgerechnet. Am Ende. Zeit für etwas richtig Spektakuläres. Jetzt kommt wieder zuordnen oder sowas, wa? Ach nee, hatten wir schon zuordnen. Finale kommt jetzt. Ach so, ja, stimmt. Ja, okay. Noch eine Runde, dann wird es monumental. Mit der Jagd auf die Spitze der Pyramide. Bist du bestimmt eine Stufe höher als ich? Desto höher klettert ihr. Wer zuerst minimal, ist, aber nur. Wird unser Champion. Dürfte kaum Vorsprung sein. Ich will ja niemandem zu nahe treten, aber soll hier wirklich ein Kerl im Hotdog-Kostüm gewinnen? Na klar. Warum stellt er die Frage nicht andersrum? Ja. Hey. Mit Hilfe unseres weil ich cool bin. Stufenalgorithmus konvertabilisieren. Ja, nur 30 Punkte vorne. Mhm. Eine Stufe. Zeige ich doch eine Stufe. Jede Stufe ihre eigene Superaktion. Punkte werden jetzt Schlabberer. Umgewandelt. Wer als erster und richtig antwortet, kommt als erster und am weitesten voran. Ganz einfach. 3, 2, 1. Lass das Finale beginnen. Welcher Franzose war 1943 an der Entwicklung des Atemreglers für Taucher beteiligt? Keine Ahnung. Was bringen dir Punkte? Jawohl. Alter, was ist denn mit dir nicht richtig? Ich habe nur Jacques Cousteau gelesen und habe einfach direkt drauf gehämmert. Oh, echt? Okay, Zeit für eine Frage. Los geht's. Der Herr der Ringe, die Gefährten, beginnt mit dem 111. Geburtstag welcher Figur? Ah. Mann, klar. Die letzte Serie. Hat ein bisschen gedauert. War ein bisschen scheiße gerade. Ich habe echt den letzten war der richtige. Bilbo Beutlin. Ich bin mir gedacht, wer ist denn Babo? Weil wir waren ja die Buchstaben weggeknabbert. Ach so. Ja, gut.
was ist denn jetzt? Achso, ich muss noch da auswählen. Kleber. Kleber. Okay, Zeit für die nächste Frage. Von welchem Gericht gibt es Varianten namens Dopiasa, Madras und Vindaloo? Nee, scheiße, was mache ich denn? Hier, das hier. Curry. Nicht vergessen. Tempo, Tempo, Tempo. Ja, lang gebraucht. Die richtige Antwort. Tempo, Tempo, Tempo. Wie schön es sein muss, ein Hotdog-Kostüm und Vorsprung zu haben. Unser Fleischfavorit. Hack doch nicht immer auf meinem Hotdog-Kostüm rum, ey. Er redet aber echt immer nur von dir. Ja. Und hier kommt die nächste Frage. Warum quaken Frosche? Weil sie es können. Zur Fortpflanzung. Siehst, der ist ja sogar an der Auswahl drin. Das war wirklich zur Fortpflanzung. Ja, war ja auch. Ja, ich dachte jetzt, warum ist irgendwie so biologisch, also wie kommt es dazu? Nee. Dachte ich. Okay. Ich brauche ja, immer brauch ja keine Antwortmöglichkeiten mehr. Ich kann das auch ohne. Okay, Zeit für eine Frage. Los geht's. Welches Brettspiel spielt man mit Königen, Damen, Läufern und Ja, Kindern? Ja, komm, quatsch nicht. Ja, gut. Mau, mau. Ich komm ran. Mann. Ey, du hast trotzdem noch eine Stufe höher. Ja, ich war aber zu langsam. Musste die freirubbeln und dann hat es länger gedauert erstmal. Hier ist die Frage. Was tut der Kavalier in Franz Hals berühmten Porträtgemälde dem Namen nach? Keine Ahnung. Hä? Weiß ich nicht. Nun mach doch. Also ich weiß es nicht. Ja, ist okay. Also hier ist halt. Was ist denn das? Komm, vorhin hatte ich das genauso. Da war die letzte bei mir auch nur die richtige. Ja. Was war denn das jetzt? Lachen. Ich musste alle Antwortmöglichkeiten erst drücken. Nee, ja, weil du immer das Falsche ausgewählt hast. Na, wenn ich falsch auswähle, soll er einfach sagen, ist falsch. Würde mich nicht 100 Mal noch drücken lassen. Na, hat er dir doch signalisiert, weil es dann rot blinkt. Rot heißt immer falsch, grün. Ja, ja, ja. Wir müssen noch eine Runde machen, weil jetzt steht es nämlich 1-1. Ja, ja, geh jetzt erstmal pinkeln. Das wollte keiner wissen von uns. Doch, glaube ich schon. Ich habe ein Zertifikat. Und was steht da drin? Soll ich mal vorlesen? Im Oktober 2012 hielt der Freitaucher Stig Severinsen seinen Atem unter Wasser 22 Minuten lang an. Das ist länger als eine ganze Folge der Simpsons. Cool. Das ist sehr interessant. Ja, jetzt geh mal schnell pinkeln, da war noch eine Runde. Ja. Macht gut. Spaß. Jo. Wenn man gewinnt, macht es Spaß, ja. Na, du hast einmal gewonnen und ich habe einmal gewonnen. Ja. Tschüss.